Nicht nur Ostdeutschland, unsere gesamte Republik, mehr noch Europa erlebt einen tiefgreifenden Strukturwandel. Erderwärmung, Digitalisierung, auch die Pandemie und ihre Folgen verlangen von uns zu handeln. Wir müssen aufbrechen und neue Wege gehen. Wir Ostdeutschen haben einen solchen Transformationsprozess bereits erlebt. Die friedliche Revolution 1989 brachte Umwälzungen in allen Lebensbereichen mit sich. Es herrschte Aufbruch und Verlust, Befreiung und Sorge. Diese Zeit der Umorientierung und der Neuorganisation haben wir gemeistert. Wir haben sie gemeistert. Was damals aber zu kurz kam, Respekt vor der Lebensleistung der Ostdeutschen. Heute wollen wir den unausweichlichen Wandel gestalten. Machen wir unsere Erfahrung zunutze. Der internationale Wettbewerb der Zukunft ist ein Wettbewerb des Wissens und der Innovation. Strukturstärkung kann deswegen nur mit einer Stärkung von Forschung, von Wissenschaft und Bildung einhergehen. In Brandenburg wollen wir in der Lausitz unsere Ideenschmiede aus- und aufbauen. Hier in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen schaffen wir die Grundlage und von hier kommen die Impulse für die Beschäftigung der Zukunft. Unsere Zukunft ist offen. Wir können sie gestalten. Der Erfolg des Wandels entscheidet sich in der Wahl der Menschen, die ihn steuern. Olaf Scholz bringt als Vizekanzler, als Bundesminister und ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg die notwendigen Erfahrungen mit. Und der Erfolg des Wandels entscheidet sich in der Wahl des richtigen Moments. Der Moment für Ostdeutschlands Zukunft ist jetzt gekommen. Mit Olaf Scholz.